Das ist ja mal wieder interessant. Jetzt muss ich euch das mal aber eben von meinem kleinen Eckdingsbums hier ein bisschen größer machen. Performance Ethernet, genau. So, ich lade jetzt hoch mit maximal 12 Megabit pro Sekunde bei YouTube. Und ihr seht jetzt volle Granate. Ja, also hier, wo Send steht, da raucht's richtig. Ne, zwischendurch, klar, eiert das so ein bisschen rauf und runter, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Jetzt muss ich mir das mal ein paar Sekunden angucken und plötzlich kommt dann in aller Regel eine große Null. Immer für eine gewisse Zeit. Das braucht dann einige Zeit, es bleibt dann auch mehr oder weniger bei Null. Und meine Frage ist eigentlich, liegt das jetzt am Modem, liegt es am Provider oder habt ihr das bei YouTube grundsätzlich? Ich meine, es gibt ja noch andere Leute, die Hochgeschwindigkeitsleitungen benutzen. Und die vielleicht auch mal ein Auge drauf haben, was da eigentlich so genau drauf passiert. Na, jetzt haben wir bei 6, jetzt sind wir bei 10, 9. Wie gesagt, ein bisschen rauf und runter geht's immer. Das ist nicht weiter tragisch. Jetzt warten wir eigentlich nur auf den völligen Zusammenbruch, der unweigerlich gleich auch kommen wird. Dieser Stelle darf man sich dann wieder Fahrstuhlmusik vorstellen. Da ist es wieder. 0. 8 Kilobit. 0, 0, 0, 0. Das ist im Grunde nichts. Man sieht ja auch oben die grafische Anzeige. Ja. Das braucht jetzt ein paar Sekunden. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ich habe noch nicht die Sekunden gezählt. Aber so über den Daumen, 50% der Upload-Zeit besteht aus 0. 0, 0. 8 Kilobit sind im Grunde 0. Hüdel. Ja. Passiert nix. Nix. Er stößt da wieder hinten gegen. Tack, jetzt haben wir wieder volle Granate. Jo, meine Frage an euch. Ist das jetzt ein YouTube-Problem? Ist das ein Hardware-Problem? Ist das ein Software-Problem? Wäre echt geil, wenn da jemand mehr wüsste als ich. Mehr zu wissen als ich ist ja nun auch nicht so schwer. Jetzt eiern wir mal so ein bisschen zwischendurch rum, aber das ist alles erträglich. Wir haben heute Wochenende, da werden die Leitungen ziemlich belegt sein. Aber diese Geschichte, mal geht's und mal geht's gar nicht, immer im Wechsel, das ist eben, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, ein Dauerzustand und da würde ich mich freuen, wenn jemand dazu mehr sagen kann als ich.